Ah, da wagt er sich mal wieder an dieses, weiß der Geier, wie man es nennen soll, Gewässer. Ah, aber man muss es ja immer mal wieder probieren. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in RF4. Heute nochmal am Donetz und ihr seht, es bimmelt schon. Also, ziehen wir mal raus die Brocken und was hier so gigantisch aussieht und hier mächtig Action macht. Sind diese winzig kleinen 190 Gramm Zobelalgen, die ihresgleichen suchen. Wunderbärchen. Super kleine Fische auf super dünner Schnur und super feinem Setup. Das ist gerade der Plan. Ich hoffe, es funzt, denn ich habe hier gerade das gesamte Setup nochmal ein bisschen umgebaut. Normal bin ich ja hier mit Fluorocarbon Only immer gerne unterwegs. Guck mal, da schon wieder Zobel. Es zobelt sich hier so ein und jetzt teste ich gerade, ob wir das Ganze nicht noch feiner und zarter und kleiner machen können. Es sind bisher schon einige Zobel dran gewesen. Gucken wir gleich mal rein in den Kescher. Aber es fehlen immer noch so die ultimativen Brocken. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das optimieren? Und ich probiere es mal hier jetzt mit einem Zehnerhaken. Wir probieren mal einfach alles aus, alles was geht an Möglichkeiten. So, da fällt mir gerade auf, ich klippe mal wieder gar nicht. Oh mein Gott, das wird wieder... Ich stehe ja noch eine Weile hier rum, vielleicht kriege ich gleich noch einen Clip irgendwie hin. Also, was ist die Idee? Die Idee ist, beziehungsweise die Info über diese wunderbaren... Alter, jetzt geht's hier schon wieder los. Jawohl. Jawohl. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da jetzt dran? Nee. Oh! 496 Gramm Zobel. Das ist top. Und was hatte ich geändert? Ich habe hier einen etwas größeren Haken drauf gemacht. Ein Zehner. So, der Richie Hecht hatte vorhin geschrieben, der hatte hier im Ingame-Chat hat er hier ein paar Zobel dran gehabt. Da habe ich dann auch gedacht, Alter, was macht er denn hier, ey? Zobel ist ja gar nicht mal so schlecht. Barsch ist auch geil, aber Zobel ist gar nicht mal so schlecht. Und da sagt er, ja, allen geh mal. Und ich bin gegangen. Habe ich gemacht. Und jetzt probieren wir das Ganze hier noch ein bisschen optimaler zu gestalten, dass wir hier von dem besagten Zobel, und ihr wisst, Zobel gleich Z-Fisch gleich Zaster, da geht einiges, dass wir davon jetzt schön ein paar dicke Brocken rausziehen können. Das hier gerade mit 400 noch was Gramm, das war schon richtig schön. Jawohl, aber auch hier gehe ich jetzt nochmal auf den Zehnerhaken. Hier hatte ich gerade den Schritt in die andere Richtung probiert. Und zwar bin ich von meinem Standard 12er Haken runtergegangen auf einen 15er Haken. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Nachdem hier gerade so ein schöner großer dran gegangen ist. So. Dann ballern wir da jetzt nochmal die Zehnerhaken drauf. Ja, wie ist das Setup sonst zusammengebaut? Gucken wir mal eben rein. 4 Kilo Fluorocarbon komplett auf einer leichten Route. Also man braucht kein dickes, fettes Setup. Kleine, leichte Anfänger-Grundrouten reichen völlig, denn es sind ja bloß kleine Fische, die 300, 400, 500 Gramm wiegen, reicht also völlig. Was habe ich Besonderes dran? Ich habe hier die geflochtene Schnur und zwar wieder mal Micro Braid. Die geflochtene 0,04 mm dick. 0,04 mm dicke
Vorfachschnur, super zartes Ding, 2,8 Kilo Tragfähigkeit. Also da richtig gut aufpassen. Und da muss man sich auch ein bisschen sicher sein, dass man hier nicht irgendwie Hinz und Kunz an eine Route bekommt, sondern echt nur was Kleines. Also auch da mit den Ködern ein bisschen aufpassen. Ja, und dann gib ihm. Dann gib ihm raus hier auf 99, 133. Gehen wir mal eben auf die Map. E4 ist das. Das heißt, wenn man hier oben an der Base, wenn man hier startet, einfach hier rüber, über den Hügel. Zack, und dann ist man schon da. Auch richtig schick, man muss gar nicht so weit laufen. Mag ich auch immer, wenn man direkt loslegen kann mit dem Angeln und nicht erst noch eine halbe Stunde unterwegs ist. Perfekt, und dann gehen die nächsten rein. Ja, jeder kleine Fisch jetzt hier in dem Fall macht natürlich auch übelst Action, ne? Ganz klarer Fall. Guck mal hier, 200, 300 Gramm Viecher, die ballern halt alle schon ordentlich rein. Zack. Aber das ist nicht so schlimm. Hier kann man schön drillen. Man kann die auf die andere Seite rüber drillen. Man kann nach links und rechts laufen. Also normalerweise sollte man hier... Au, Nase. Schon wieder. Schön. Normalerweise sollte man hier jeden Fisch gut ausgedrillt bekommen. So, testen wir mal einen Clip. 25 Meter ist das nicht. Ich denke mal, das sind 17 Meter. Ziemlich genau. 15 bis 17 Meter würde ich sagen. 15 bis 17 Meter sollten das sein. Von hier einfach hier so raus. Und dann sinkt das ja noch ein bisschen ab. Dann passt das schon. Und dann liegt er hier so in der Rinne, der Köder. So. Gucken wir mal eben in den Kescher rein. Wie sieht das denn bisher aus? Und was habe ich bisher gezogen? 15 Minuten jetzt hier, gerade ein bisschen rumprobiert. Am Anfang ging es erstmal los mit den ganzen Nasen. Da habe ich schon gedacht, alles klar, vielleicht gehe ich doch mal Vollgas noch auf Nase. Da hätte ich dann allerdings einen deutlich größeren Haken nochmal verwendet. Und dann auf einmal ging es los hier. Ich habe das Vorfach dann nochmal gewechselt auf ganz fein. Und dann ging es los hier mit den Zobeln. Vielleicht müsste man auch tatsächlich einfach einen, ich hatte da 4 Kilo Fluorocarbon, vielleicht einen 1,2er Fluorocarbon oder sowas testen, wenn man diese Microbraid noch nicht hat. Vielleicht mal diese ganz super dünnen kleinen Fluorocarbons testen, müsste gehen eigentlich, sollte gehen, könnte gehen, hoffentlich geht's. Und dann geht das jetzt so langsam los hier. Alle drei Routen hier gerade in Action, wunderbar, so muss das sein, ne? Zobel halt auch da wieder übelst lohnenswert. Ballert halt ordentlich rein von der Kohle, weil halt gerade diese kleinen Fische, wenn man die in einem maximalen oder in einem sehr hohen Gewicht fängt, dann zack, dann bringen die halt richtig gut, ne? Ich muss halt ein bisschen aufpassen hier mit der Bremse. Aber das sieht noch alles ganz gut aus. Kommen jetzt hier ein paar Brassen rein, oder was? Jetzt mach keinen Scheiß. Das wäre natürlich gefährlich, wenn jetzt hier in der Nacht auf dem Tauwurm auf einmal die Brassen reinballern. 3 Kilo Brasse auf 2,8er Vorfach. Spaß ist was anderes. Das wäre schon heftig. Aber im Moment sieht es gut aus. Die kleinen winzigen Zobel, sie beißen. Und so muss das sein, so soll das sein. Und ich denke, ich werde auch so jetzt einfach die ganze Nacht durchangeln. Gleich mal gucken, vielleicht ballert ja auf diesen etwas größeren Haken. Vielleicht ballert er ja auch mal sowas wie einen Kaulbarsch, einen Don Kaulbarsch rein. Die gibt es ja hier auch. Oder ich ändere in der Nacht so auf einem, doch nochmal auf einen 20er Haken oder so. Das kann ich eigentlich grundsätzlich mal machen. Ich baller hier gleich mal einen 20er Haken drauf. Hier zieht es ja auch schon irgendwie ab. Okay. Oha. Vielleicht schützt ja auch dieser ganz kleine Haken ein bisschen vor Brasse und Co. Aaland. Oha. Oha. Also, gehen wir vom 10er runter. Ne, gehen wir auf den 18er.
Ich hatte zuletzt auch einen Don Kaulbarsch auf dem 18er Haken. Dreistellig, 170 oder sowas Gramm. Das heißt, das testen wir weiter. Und wenn dann hier auch Zobel reinrattern auf den kleinen, auf den super kleinen Haken, dann kann man schön die ganze Nacht, den ganzen Tag, die ganze Nacht durchangeln und muss gar nichts mehr ändern. Und wieder Zobel. Also, selbst auch hier auf dem 10er Haken ballert wieder Zobel untermaßig rein. So richtig gut steuern kann man es im Moment noch nicht von der Größe. Wichtig, dass man einfach jetzt während der gesamten Frequenz immer wieder ein paar gute, ein paar maßige dabei hat. Halt, auch hier gehen wir eben runter. Sofort wieder stoppen. Gehen wir eben runter, auch hier auf dem 18er. So, und dann habe ich jetzt hier alle drei. Zack. Ja, es ist tatsächlich der Clip. Passt mit 17 Meter. Passt sehr gut, geht genau in den Clip rein. Also, 17 Meter Clip. Und gib ihm. Und da bimmelt er auch schon wieder los und bimmelt sogar ganz gut los. Ich hatte hier gerade nochmal einen Köder geändert, denn zu den klassischen Ködern gehört ja auch die Borkenkäferlarve. Und ja, tatsächlich ballert da auch direkt was rein. Also, auch das weiter testen. Borkenkäferlarve, vielleicht sogar auch sowas wie Kaster. Mistwurmkaster, Borkenkäferlarve. Alles ranballern, Made vielleicht sogar. Oder wenn ihr Bock habt, schön auf Doppelköder mit der Stippe, kann man das bestimmt auch gut machen hier. Werde ich auf jeden Fall nochmal testen. Was man merkt, also mit dem kleinen Haken sind es doch nochmal kleinere Zobel. Also das deutlich zu spüren. Ich gehe jetzt hier mal auf Kaster und in 10er Haken, teste das noch ein bisschen. Und ändere dann gleich erst, wenn es wirklich dunkel ist, ändere ich das dann nochmal ab. Beziehungsweise dann gucken wir mal, ob vielleicht in der Nacht da noch ein bisschen was geht. Und ansonsten ändere ich das tatsächlich ab jetzt dann auf 20er Haken oder 18er Haken mit Mistwurm, um dann gegebenenfalls hier einen Don Kaulbarsch abzusahen. Gerne natürlich in Trophy-Größe. Ja. Und zack, gerade erst ausgeworfen. Hat gar nicht lang gedauert. Und sofort geht da was los. Jawohl. Schön auf Kaster. Ich bin sehr gespannt. Hat sogar ein bisschen Gewicht. Zobel. Jawohl. Also auch da. Kaster, Zobel, lübt. Borkenkäfer, Zobel, lübt. Mistwurm, Zobel, lübt. Und auch da wieder. Ach, ist das schön. Also, was kann man denn schon mal festhalten? Wir können festhalten, ein Spot mit einer wirklich guten Frequenz, ein Spot mit noch nicht so ganz riesengroßen Zobeln. Vielleicht wird das ja in den nächsten Tagen noch, dass die ein bisschen dicker werden. Oder einfach mit den ganzen Ködern nochmal ein bisschen rumhantieren. Man kann tatsächlich mit dem etwas größeren Haken, Achter hatte ich jetzt hier sogar dran, ich mache nochmal einen Zehner. Man kann mit dem etwas größeren Haken hier dran gehen. Klassischer 12er war nicht schlecht. Aber ich glaube 10er Haken ist sogar noch besser. Ja, dann Mistwurm, Kaster oder Borkenkäferlarve. 17 Meter weit raus, geklippt. Und dann gib ihm. Schön entspannt, super feine Montage nehmen. Lieber so ein bisschen in den Drill reingehen. Die ganz dicken Brocken haben bisher hier noch nicht gebissen. Gucken wir nochmal kurz rein. Nach nicht mal ganz einer halben Stunde sind wir hier bei 35 kleinen Fischen. Wobei das alles gewichtsmäßig nicht der Burner ist. Das muss halt hier noch ein bisschen dicker werden, ne? Es waren ein paar Zobel dabei, die schon ein bisschen Speck auf den Rippen haben.
aber da fehlt es dann immer noch so ein bisschen, vielleicht einfach am Feintuning. Oder es ist die Uhrzeit. Ja, wobei, jetzt so vom Mittag bis Abend hin war eigentlich genug. Aber wie gesagt, die Frequenz ist gut. Also auch wenn man so ein bisschen, wenn man ein bisschen Grundangeln skillen will, einige verschiedene Fische auch dabei, nicht immer nur das gleiche. Und wie gesagt, die Frequenz ist da, es lübt. Einfach mal, wenn man Bock hat, mal was Kleines rauszuziehen hier. Ich war gerade auch am Windenbach auf Döbel. Das war okay. Das war ja okay. Halbe Stunde. Ja, wobei, es war gar nicht schlecht. Bisschen über eine halbe Stunde mit über 40 Silber. Schön auf Döbel, auf Grund. Ging auch. So. Aber ich angel jetzt hier weiter. Gucken wir mal, was gleich der Don Kaulbarsch sagt. Petri, ihr Lieben, wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Haut raus, die kleinen Dinger. Und dann machen wir schön ein bisschen Zaster mit dem Zobel.